So, das war's. Rien ne va plus, finale grande, ich bin raus. Aber bevor ich raus bin, verrate ich dir noch einen kleinen Trick, mit dem du nicht nur deinen Drumbeat, sondern meistens auch deinen gesamten Mix noch ein kleines bisschen besser klingen lassen kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und tatsächlich, dies ist das letzte Video, also zumindest das letzte Video vor der Sommerpause, denn die nordrhein-westfälischen Sommerferien stehen an und traditionell verabschiede ich mich dann in die Sommerpause. Ein Jahr lang habe ich dir jede Woche ein oder zwei Videos zusammen mit unserem Freund und Mastering-Engineer Björn Schlüter geliefert und Zeit für mich auf jeden Fall mich zu bedanken bei Björn für seine tatkräftige Unterstützung, aber auch bei dir als Unterstützer im Recording-Blog, ob du Zuschauer bist, Abonnent, ob du Newsletter-Abonnent bist, ob du mich über den Mitgliedwerden-Button hier unter dem Video unterstützt, ob du vielleicht sogar Zugang zum Basisbereich hast, wo du jede Menge Zusatzinformationen zu allen Videos bekommst oder ob du dir sogar den Premium-Zugang gönnst, wo du nicht nur jeden Monat einen neuen Song zum Selbermischen bekommst, sondern auch ausführliche Mix-Tutorials und vieles mehr. Falls du dich dafür interessierst, kannst du gerne mal hier oben reinschauen. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal in die Sommerpause, natürlich nicht ohne dir einen kleinen Trick noch zu verraten. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Equalizer und mit dem kannst du dafür sorgen, dass nicht nur deine Drums, egal ob Beat oder aufgenommen, sondern meistens auch dein gesamter Mix noch ein kleines bisschen besser klingt. Und das schauen wir uns jetzt mal genau in der Session an. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und tatsächlich alles, was du für diesen Trick brauchst, ist ein Equalizer. Denn ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in einem Mix scheinen sich speziell im Bereich 400-500 Hertz immer so ein paar Frequenzen aufzutürmen im Verlauf des Mixes, die nicht gut sind für den Mix, die, wenn man sie ein bisschen entfernen würde, den Mix sofort klarer und aufgeräumter klingen lassen. Und wir können uns ja mal anhand dieses Beats hier kurz anhören, über welchen Frequenzbereich wir reden. Das ist übrigens der Beat aus den aktuellen Spuren des Monats im Premium-Bereich. Nur, dass ich es mal erwähnt habe, nicht, dass du fragst, was sind das eigentlich für ein Beat oder was ist das eigentlich für ein Song. Das sind die Spuren im Premium-Bereich. Informationen, wie gesagt, über das i hier oben in der Ecke. Aber wir hören jetzt mal kurz in den Beat hier rein und gucken mal, wie er aktuell klingt. Nicht schlecht, aber ich überbetone mal den Bereich 400 Hertz, damit du mal hörst, über welchen Frequenzbereich ich hier rede. Klingt so ein bisschen, als wenn einer für die Bassdrum gegen so eine Pappe klopfen würde. Ne? Diesen Bereich kannst du also bei so einem Beat ganz charmant entschärfen, indem du dir einen ganz normalen Equalizer nimmst und bei dem im Band 400 Hertz ungefähr ein bisschen rausnimmst. Nehmen wir mal hier so ungefähr 3 dB raus. Das sollte im Prinzip schon reichen. Und für den Q-Faktor, für die Breite deiner Glocke, mit der du absenkst, kannst du ruhig ein bisschen großzügiger umgehen. Ne? Wenn das der Wert hier 1 oder mehr ist, dann wird die Glocke ja eher schmaler, wie du hier sehen kannst. Und wenn der Wert etwas kleiner ist, sagen wir mal 0,4, dann wird die Glocke deutlich breiter. Es wird also auch oberhalb und unterhalb von 400 Hertz ein bisschen abgesenkt. Aber das Ganze sehr musikalisch. Und wir hören uns mal an im AB-Vergleich, wie es klingt. Ich mache es mal erst aus und dann machen wir es an. Also aus. Sobald diese Absenkung bei 400 Hertz stattfindet, wird der ganze Mix ein kleines bisschen klarer, wirkt ein kleines bisschen aufgeräumter. Und wenn dir das hier noch zu subtil gewesen sein sollte bei unserem Drummix, dann hören wir uns das Ganze doch mal auf dem kompletten Bus an, also da, wo die komplette Mucke zusammenläuft, und nehmen auch hier einfach mal einen Equalizer und senken auch hier mit derselben Stelle an derselben Stelle ab. Also bei 400 Hertz nehmen wir auch hier einen Q-Faktor von 0,4 und ich mache auch mal hier kurz eine Überbetonung für dich, damit du hörst, über welchen Bereich wir hier sprechen. Wir machen also mal ein Solo hier auf den Masterbus und dann hören wir mal. Überbetonung. Unangenehm, ne? Wir senken mal ab 3 dB. Wenn dir das zu intensiv sein sollte, also ober- oder unterhalb von diesen 400 Hertz zu viel weggeschnitten wird, kannst du natürlich da auch kreativ werden. Du wählst einfach ein bisschen schmaleren Q-Faktor. Wir wählen den jetzt mal hier, sagen wir mal bei 1, wählen wir den mal, ne? So, dass es ungefähr eine Oktave umfasst. Wir können noch mal kurz hören, wie schmal der Bereich jetzt klingt. Abgesenkt.
Wenn dir 3 dB zu viel sein sollten, dann nimm halt nur 2 dB. Aber du merkst, dass da auf jeden Fall der Bereich deutlich aufgeräumter klingt. Der ganze Mix ein bisschen klarer und ein bisschen transparenter. Und dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall in diesem Bereich bei 400 Hertz mal reinzuschauen. Ob du dann dramatisch mit 3 oder mehr dB absenkst, würde ich nicht so empfehlen. Aber so ganz charmant und wie breit du deine Glocke wählst, auch da ist durchaus Experimentieren angesagt. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß, verabschiede mich in die Sommerpause und wir sehen uns bis dahin. Mach's gut und Yassou!